Im Trainingslager in Tirol ist der BVB-Express wieder in besten Händen. Dortmunds Steuermann ist zurück aus Brasilien. Dort hatte Christian Schulz, BVB-Busfahrer und Großkreuzfreund, bis vor kurzem auch Jogis Jungs Glück gebracht. Ich verstehe mich mit Kevin ganz gut und er hatte gesagt, komm, wenn ich mitkomme zur Nationalmannschaft in der Löwen, mich mitnehmen, kommst du dann mit. Hab dann ungefähr 3 Sekunden überlegt, hab dann ja gesagt. Ja, und dann war er dann halt dabei und dann bin ich mit dem Papa zusammen nach Brasilien geflogen. Von der Copacabana in die Kitzbüheler Alpen. Der Erfolg der Nationalmannschaft als Vorbild für Jürgen Klopps Truppe. WM-bedingt muss der deutsche Vizemeister im Trainingslager rund um Kirchberg aber noch auf ein paar Spieler verzichten. Der sensationelle Halbfinalsieg der DFB-Elf gegen Brasilien ist aber auch beim BVB-Trainer Thema Nummer 1. Wir haben gestern Abend ein Tippspiel gemacht und jetzt haben wir einen Riesenpott. Weil das Ergebnis hat mal keiner auf dem Rechner gehabt. Umso schöner war es, dabei zu sein, das miterleben zu dürfen, mit den Jungs anschließend noch Kontakt zu haben. Und ja, außergewöhnlich. Auch bei den BVB-Bossen steht die Nationalmannschaft im Fokus. Trainingslagerzeit heißt Transferzeit. Und da soll ein neuer Nationalspieler Zorc und Co. den Sommer versüßen. Die BVB-Angel ist ausgeworfen. Das ist Richtung Freiburg und Richtung Matthias Ginter. Und das werden wir versuchen, aber wir müssen das ja respektieren, was da ist. Und wenn die Freiburger sagen nein, dann gilt eben nein. Wir werden da keine unsauberen Methoden oder was machen, sondern ganz, ganz fair miteinander umgehen. Von der Nationalmannschaft profitieren. Auch auf dem Trainingsplatz im Brixen im Tale ist ein Hauch von WM-Stimmung spürbar. Und jetzt hoffen wir natürlich alle auf den krönenden Abschluss. Am Sonntag, ja, wirklich großartig. Von uns sind 4 Jungs dabei. Und das macht uns alle sehr stolz. Die Borussia im Herzen, die Nationalmannschaft im Hinterkopf. Als Glücksbringer hilft Christian Schulz ab jetzt nur noch dem BVB. Also einsteigen und anschnallen. Denn hier kommt der BVB-Express.